พบกันผ่านดวงแสงนำทางในใจของเราลมพัดพาเรือล่องลอยไปบนกับเวลาเดินไปตามสตาร์เพลงแนวแบบซอฟต์ๆไอ้ที่ไม่ต่างใครครับใครเอาหวังตกฮะเป็นวิดีโอ wo die keine Musik machen ไม่ใช่หน้ากากไม่ต้องการสินWillst du mal deinen Zahn zeigen, der gerade kommt? Oh! Oh! Ja! Da ist er! Boah, ist das schon groß! Boah, ist der riesig! Heute machen wir einen ganz besonderen Ausflug und zwar fahren wir zum Sticky Waterfall und ich bin schon total gespannt, ob das wirklich funktioniert, was alle sagen. Also, der Wasserfall ist ziemlich steil und aufgrund von bestimmten Mineralien im Wasser kann man den wohl, ohne sich festzuhalten, einfach hochlaufen. Und man klebt quasi an diesen Stein. Genau. Da, wo wir heute sind, ist ungefähr 1:10 von unserer Unterkunft. Also wir sind heute richtig, richtig lang Motorrad gefahren. Und es ist richtig warm und ich freue mich jetzt gleich schon, das mal auszuprobieren und zu schwimmen. Und die Umgebung hier, ihr könnt es, glaube ich, sehen, schon echt sehr, sehr schön. Das ist im Nationalpark auch. Nicht rutschig. Wir sind jetzt hier auf dem Sticky Waterfall. Also man kann hier fast 90 Grad hier drunter klettern. Also hoch hat er jetzt 15 Sekunden gebraucht. Ich vermute, runter wird ein bisschen länger dauern, auch wenn er sich echt Mühe gibt. Oh, dann haben wir noch Besuch. Ein Deutscher aus Gelsenkirchen, rechts im Bild. Nach unserem sehr, sehr entspannten Spa-Day mit Massage und Pool und Ausruhen sind wir jetzt in einem super, super leckeren Restaurant. Das heißt Good Soul Food und das, man muss sagen, das stimmt auch tatsächlich, weil hier sind alle Produkte, vegan, bio und so weiter. Und es ist auch wirklich sehr gesundes Essen, also in den Smoothies ist kein Zucker. Das ist Johannes Hauptspeise, ein Quinoa-Salat. Und ist schon
ist schon echt gutes Essen. Und das Beste ist, Jessie hat sich heute richtig in Schale geworfen. Sie hat ihr neues Kleid an. Das ist leider nicht sichtbar, aber es ist das schönste Kleid aller Zeiten. Ja? Oh wow. Ist das ein Träumchen? Genau. Wundervoll. Motorrad, ein richtiges, und ich schaue mir gerade mal das Motorrad an, was für einen Zustand es hat, weil das ist immer wichtig zu dokumentieren, sonst kriege ich am Ende mein Geld bzw. mein Pass nicht zurück. Von daher immer genau gucken und alles aufnehmen, wo schon Kratzer sind, nicht dass sie irgendwas sagen, was dann irgendwie dazugekommen ist, obwohl es schon war. Da war. Genau. Sieht aber tatsächlich sehr gut aus, muss ich sagen. Ja? Also, wir sind jetzt, nachdem wir bei dieser Community Farm waren, wo es diese Gärten gab, jeweils 5 oder 10 Quadratmeter zu mieten. Erzähl mal nochmal ganz kurz, was hier ist. Nennt sich Community Farm oder Gardening. Ja. Und jede Familie hat hier so ein kleines Landstück und baut da sich eben so Sachen an. Ja, sieht auch sehr gepflegt aus. Also ja, die geben sich auch echt Mühe hier. Oder vielleicht macht das auch der Gärtner. Ja, stimmt. Ich glaube auch, die unterstützen die sehr stark. Ja, weil die Sachen, guck mal, wie voll die Salat aussieht. Ja, die sehen richtig klasse die sehen aus. Sehen echt tippitoppi aus. Ja, naja, ist ganz cool. Da sind anscheinend auch ein paar noch frei. Some Kale. Over here. Für 5 Quadratmeter hätte man im Monat 500 Watt bezahlt, das sind ca. 12 Euro. Für die Thais wäre das relativ viel. Jedenfalls sind wir weitergefahren mit dem Motorrad und haben uns jetzt haben einen Stopp bei so einem Wasserfall gemacht. Besser jetzt. Genau, bei so einem kleinen Wasserfall gemacht. Und. Naja, eigentlich dachten wir, es wäre ein richtig großer Wasserfall und hier sind wir. Und es ist so tüppel. Fast ausgetrocknet. Aber ich wollte nochmal die Straße überqueren und gucken, ob es auf der anderen Seite besser ist. Nur die Straße ist hier relativ schwer einzusehen. Hat aber Spaß gemacht, mit unserem schicken Bike da hochzufahren. Muss ich euch gleich mal einmal zeigen, wenn da kein Auto kommt. Das ist das Motorrad, was wir uns heute gegönnt haben. Allerdings haben wir auch Zora gerade nicht dabei.
Das wäre für Zora dann doch ein bisschen heftig. Ich renne mal gerade über die Straße und gucke, ob hier vielleicht der größere Wasserfall ist. Nee, da müsste da hochkleckern. Aber der ist so klein, da lohnt sich das Klettern gar nicht. Nee, also hier ist auch nicht viel mehr. Naja, dann fahren wir mal weiter zum Doisutep. Das ist hier quasi jetzt den Weg hoch bis ganz oben auf den Berg. Und im Doisutep, das ist ein Tempel, da hat man angeblich einen wunderschönen Ausblick. Allerdings hat ja hier schon die Burning Season gestartet, weshalb wir wahrscheinlich vom Ausblick nichts haben, aber der Sonnenuntergang ist trotzdem ziemlich schön. Genau. So, wir machen jetzt hier nochmal einen kleinen Zwischenstopp. Wir haben hier nämlich so eine schöne Aussichtsplattform gefunden. Mit Erdbeeren konnte man kaufen und Wasser. Und ich zeige euch einfach mal einmal die Umgebung. Genau, also normalerweise kann man tatsächlich viel, viel weiter schauen. Also man sieht den ganzen Rauch und das, der hier über der Stadt liegt. Also Jessie hat ein richtig cooles Outfit, ist mir gerade aufgefallen. Alles rot, passt perfekt zu den Erdbeeren, die sie hier gerade gegönnt hat für 30 Bot. Einige sind leider sehr matschig. Ach. Die spende ich. Die spendest du an wen denn? An die Ameisen. An die Ameisen? Ich dachte jetzt hier an den Wald oder den Buddha oder die Ameisen irgendwelche Götter. Keine Götter, die das kriegen? Na gut. Der Ameisengott. Der Ameisengott, na gut. Ja. Unser Aufstieg zum Doisutep. Man sieht, man kann fast nichts erkennen. Hier, von hier aus, finde ich, sieht man es echt noch mal besser, wie krass rauchig es hier einfach ist. Es riecht jetzt nicht schlecht, aber ja, normalerweise kann man hier echt ewig weit gucken. Es macht Experimente. Also, fall man nicht dort runter. Bisschen tief. Schatzi, wollen wir uns einen schönen Platz für den Sonnenuntergang suchen? Na gut. Ich habe nämlich ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass wir den Sonnenuntergang verpassen. Weil ich sehe schon keine Sonne mehr. Ah ja. Aber ich kann euch ja nochmal hier da oben, das ist diese klassische Spitze vom Doisutep. Ja, wir sind ja nicht so die klassischen Tempelgänger, deswegen haben wir dem jetzt noch gar nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt, wie der wahrscheinlich verdient. Genau, und die Sonne geht genau auf der anderen Seite unter, deswegen müssen wir jetzt einmal quer durch, würde ich sagen, oder? Ja, könnte sein. Schau dir mal hier den Buddha an. Hier gibt es auch welche aus Glas. Das erste und aus Holz. Ja. Und aus Glas. Und aus Granit oder so. Ja, der thailändische Buddha ist nämlich gar nicht dick. Also in Deutschland hat man ja immer so diese Vorstellung von diesem dicken Buddha. Aber tatsächlich. Aber es gab auch schon dicke Buddhas. Es gab auch schon dicke, aber der traditionelle thailändische Buddha ist nicht dick. Ja. Mom, ja, guck mal, da steht Mom. Also wir sind jetzt auf der Suche nach einem Platz, wo wir den Sonnenuntergang schauen können. Und direkt am Tempel gibt es da gar keine Möglichkeit. Und jetzt laufen wir ein bisschen rum. Sind eigentlich immer noch auf dem Tempelgelände und hier haben halt überall Menschen gelebt, aber hier ist alles leer. Manches ist gut gepflegt, manches nicht. Wir können das gerade nicht so einsortieren. Wir wissen auch gar nicht, ob wir hier überhaupt langlaufen dürfen oder ob wir wie gerade vielleicht in dem privaten Bereich der Mönche sind, Hannes. Ja, ich weiß auch nicht. Kommt mir ein bisschen so vor, weil hier ist auch schon für die Hunde Essen. Ja. Ich glaube, hier sollte man vielleicht nicht den Sonnenuntergang gucken. Ja.
wunderschöne Aussicht auf die Stromkabel. Miau, ich bin eine Katze. Schleiche alle Tannen. Sieht wirklich gut aus. Let's go essen. Yes. Oh nein, ein Motorrad. Nein, ist kaputt. Die Sonne geht gerade wirklich unter. Ich habe noch nie so einen Sonnenuntergang gesehen. Es ist eigentlich, glaube ich, wunderschön hier, wenn es nicht so rauchig ist. Ich ärgere mich sogar ein bisschen, dass wir hier nicht hergekommen sind, bevor es so rauchig wurde. Ja, ne? Oder Schatz, was sagst du? Das hat auch was so, das ist mal anders. Ja, saubere Luft kann ja jeder. Ist auf jeden Fall auch sehr interessant so. Fokus. Also, wir waren ja gerade da oben, ganz oben beim Viewpoint. Und Jessie meinte, als wir das letzte Mal hier waren, lass mal zurückfahren, der Sonnenuntergang, den kriegen wir eh nicht mehr, ne? Und, das war auch richtig knapp. Ja, es war richtig knapp. Aber wir hatten Glück. Ja, weil hier war nämlich schon Sonnenuntergang vorher. Und da habe ich so gesagt, ja, wir sind schneller als der Untergang mit dem Motorrad, ne? Und siehe da, die Sonne war noch richtig gut zu sehen, haben wir auf einem Beweisvideo, ne? Und jetzt inzwischen jetzt sind wir hier in Chiang Mai wieder zurück zum Viewpoint, wo wir davor waren. Und die Sonne ist inzwischen untergegangen und gerade vor einer Minute kam uns einer auf dem Fahrrad entgegen auf dem Weg nach oben. Und naja, der hatte auch die Hoffnung, dass er mit seinem Rad schneller als der Untergang ist. Ja, aber das sehen wir nicht. Schaut euch mal diesen ultra krassen Baum an, wie dick der einfach ist. Wahnsinn. Und was ich euch auch zeigen wollte, sind einfach diese unendlichen Mengen an Motorrädern, Rollern, die hier hintereinander stehen. Und die bauen hier jetzt schon alles auf für so einen Markt. Aber wir sind schon müde von unseren Ausflügen und fahren jetzt erstmal nach Hause und eine Pause machen. Aber ist das nicht cool mit den Lichterketten und den ganzen Rädern und Rollern? Der Stadtteil nennt sich Niman. Das ist quasi das Studentenviertel und so der neuere Stadtteil. Also genau. Und zwar hat Jessie ein Mocktail bestellt und ich habe mir so einen Smoothie bestellt. Und ich habe einen Wassermelonen-Smoothie für 90 Baht bestellt und Jessie hat so einen Mocktail für 200 oder so. Und schmecken beide gleich lecker. Das Problem ist nur, die Portion von dem Mocktail ist einfach so klein, da kann man vielleicht dreimal dran ziehen und dann ist ja alle. Das ist hier eine pürierte Ananas mit Kokosnuss und ohne Geschmack. Genau. Wassermelone mit Eis, auch ohne Geschmack. Aber richtig lecker, Wassermelone. Ganz frisch. Naja, wir sind hier in so einer Rooftop-Bar, 9. Etage. Mit so Live-Musik. Ist eigentlich ganz nett. Late-Night-Food. Late-Night-Food und der Typ hat so Speed drauf, den brauchen wir nicht mal schneller machen. Der ist so schnell. Und jetzt... Mir ist hier richtig Bock, das aufzunehmen. Mir ist es leider sehr unangenehm, weil hier so viele Menschen sind und der arbeitet und wir filmen beim Arbeiten. Weil das ist wie Kunst. Das ist aber Menschen beim Arbeiten zu gucken mit Kamera noch schlimmer. Oder? Wieder an. Ich kann die Nähe zusammen.
Was kostet die mit Ei? Ein schwarzer Kopf mit Ei? Die Brettige, das ist Wahnsinn. Irre, ne? Ja. Eigentlich bräuchte der noch drei Leute. In Deutschland würde man dafür sechs Personen einstellen. Oder? Oder fünf. Für die Leistung, die er hier erbringt. Oder? Die arbeitet doch für vier, oder nicht? Nein? Doch, aber ich glaube, man hat verstanden. Okay. Du musst weiter in die Richtung, Kamera machen. Ich weiß nicht, was er macht. Kannst du das mal übernehmen?